1 live. Clubbing. Hip-Hop. Hip-Hop, wir waren die ganze letzte Woche in 1 Live Plan B, in diesem Sound getaktet, Kassettendecks von deutschen Hip-Hop-Acts, viele Interviews, ganz viel deutscher Rap. Heute geht's weiter in Clubbing. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes für das Label Selfmade Records, wo unter anderem die 257ers, Genetik und natürlich Kollega zu Hause sind. 10-jähriges Jubiläum, das wird gefeiert und auch noch mit einem dicken Buch. Und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns in Clubbing. Erstmal willkommen unser Publikum hier im Saal 1. Bitte begrüßt mit einem großen Applaus den Mann, der mit Worten schon viel angestellt hat und der heute für uns lesen wird in Clubbing, Kollega. Ja, herzlich willkommen, Kollege. Der erste Applaus ging an ihn, aber wir möchten natürlich auch den zweiten Mann auf der Bühne hier ebenso deutlich und laut willkommen heißen. Es ist der Chef von Selfmade Records, Elvir Omer Begovic. Ja, Mann. Verdammte Scheiße. Kollege. Du hast immer eine Vision von dir im Kopf gehabt als Zuhälter und als Popstar. Hast du dich in deinen Träumen jemals in einer Literaturshow wie Clubbing gesehen? Ja, hundertprozentig. Das war immer mein Lebenstraum und alles lief eigentlich darauf hinaus. Elvir, du hast zunächst mal an eine Karriere als Basketballprofi geglaubt und dann bist du einer der wichtigsten Manager in der Geschichte der deutschen Popmusik geworden. Wie wichtig waren Bücher für dich, bis diese Idee zu diesem Buch zum Jubiläum von Selfmade Records entstanden ist? Ich glaube, ich habe schon immer viel gelesen auf jeden Fall, aber keine großen Popbücher. Wir reden heute über das Buch Selfmade Records, die ersten 10 Jahre des erfolgreichsten deutschen Hip-Hop-Labels. Aber vor allen Dingen sprechen wir auch über eure Musik, über deutschen Hip-Hop. Heute in 1 Live Clubbing nochmal herzlich willkommen unsere beiden Gäste. Kollege, du kommst gerade frisch aus dem Urlaub. Was hast du für dich in den letzten Tagen gewonnen? Ich meine, wer deine Facebook-Seite besucht hat, hat gesehen, du hast trainiert. Du hast viel gebadet auf jeden Fall. Aber gibt es irgendwas? Man hat ja manchmal im Urlaub irgendwelche Erkenntnisse, das nimmt man da mit. Man nimmt neue Kraft mit. Was hat dir der Urlaub gebracht? Einfach nur Entspannung. Ich musste ein paar Tage Auszeit nehmen, weil jetzt geht es ja nochmal Hardcore-Promo-Phase los. Da musste ich nochmal ein bisschen die Kräfte sammeln und bin noch ein bisschen durch den Ozean geschwommen und so weiter. Jetzt bin ich wieder hier mit 3 Stunden Schlaf im Flieger und ja, aber voll am Start. Du hast gerade gesagt, es gibt viel zu tun in den nächsten Tagen. Ja. Chronik 3 erscheint morgen. Morgen. Mit diesem Buch auch gleichzeitig, Selfmade Records, 10 Jahre. Und wer dieses Buch liest, der begreift ziemlich schnell, Selfmade Records ist Arbeit, Disziplin. Dass du dann heute direkt nach dem Urlaub, direkt aus dem Flieger hierher gekommen bist, deine eigene Entscheidung oder ist er letztendlich so der Typ, Elvir, der Manager, der dann sagt, Kollege, das ist heute dein Job? Elvi ist nicht mein Manager, ich bin mein eigener Manager, aber wir koordinieren natürlich alles zusammen und das hier war natürlich in Absprache. In 1 Live, in den 1 Live Räumen bin ich immer gerne zu Gast und ich bin immer auch dafür, dass man mit dem Radio ruhig mal so eine Show macht, weil dann kommen auch endlich mal vernünftige Songs im Radio vielleicht mal, ne? Wie wir gerade gehört haben. Heute geht es auf jeden Fall hier in Clubbing vor allen Dingen auch um dieses Buch und das erste Wort darin kommt von dir, Elvir. Du hast das Vorwort geschrieben und da sagst du, durch diese Recherche für das Buch ist dir erstmal klar geworden, wie viel Arbeit in Selfmade Records steckt in den letzten 10 Jahren. Gibt es irgendetwas auf der Welt für dich, gegen das du Selfmade Records eintauschen würdest? Ich mit anderen Worten gefragt, ist das wirklich auch die absolute Verwirklichung deines Lebenstraums oder hättest du dir auch was anderes vorstellen können? Das
sorry, ich muss lachen. Das ist jetzt schwer zu sagen in der Retro, ne? Also wir sind alle schon sehr self-made, also Felix auch quasi. Ich bin heute auch aus dem Urlaub gekommen und direkt hier hingekommen und wir haben uns natürlich abgesprochen, insofern sind wir da gleich aufgestellt, ne? Also wir haben uns schon ziemlich den Hintern aufgerissen in den letzten 10 Jahren und dann wächst du da so rein. Aber ob das jetzt, ey, pff, ich hätte auch Basketballprofi werden können, wäre vielleicht auch ganz nett gewesen so. Ja, aber es ist halt so, wie es ist. Du hast früher ja schon so professionell Basketball gespielt. Von dir weiß mein Kollege, du arbeitest auch gerne mit dem Körper. Verbindet euch beide der Sport? Fragen mich, ich Killer. Ja klar, wir sind beide passionierte Sportler. Und und das Rap-Ding ist eigentlich nur so nebenbei entstanden und hat sich dann durch Zufall so entwickelt. Eigentlich hatten wir eine Profisportlerkarriere anvisiert. Elvi im Bereich Basketball, ich selber war lange Zeit Fußballer und dann kam alles anders. Und daraus ist eine der größten Erfolgsgeschichten der deutschen Popmusik geworden. Und es gibt dieses Buch, das diese Geschichte erzählt, Oral History. Es werden also viele Interviews präsentiert. Heute ist Hip-Hop mit allen Facetten im Mainstream angekommen und so erfolgreich wie nie zuvor. Aber als dieses Label gegründet wurde, da gab es gerade so eine kleine Flaute im Hip-Hop, die erste große Phase des Deutschraps. Ja, die war im Grunde genommen vorbei und dann hat eben Elvir mit Partnern, mit Künstlern dieses Label auf die Beine gestellt und wir werden jetzt mitgenommen zurück in diese Anfangszeit von Kollega. So, das ist Teil 1 des Buchs. Hier reden Flipster und Elvir Omerbegovic darüber, wie alles angefangen hat. Die zwei Labelgründer damals. Flipster. Elvir und ich haben uns im Jahr 1999 bei einem Zivildienstlehrgang in Herdecke kennengelernt. Wir haben am ersten Tag Basketball gegeneinander gespielt. Erst dachte ich, Scheiße, wer ist der Typ? Wir haben dann aber so lange gezockt, bis die anderen abgehauen sind und nur noch wir beide Körbe geworfen haben. Dabei haben wir eine Menge geredet und es war eigentlich von Anfang an so, als würden wir uns ewig kennen. Elvir Omerbegovic. Wir hatten nachmittags etwas Freizeit und ich habe dann ein wenig Basketball gespielt. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Leistungssportler und hatte auch bereits 3 Jahre Kraftsport hinter mir. Ich lese das auch zum ersten Mal hier alles. Dementsprechend habe ich die Jungs ein wenig auf. Dementsprechend habe ich die Jungs ein wenig aufgemischt. Flipster und der Rest haben sich, glaube ich, erstmal ein bisschen von mir angegriffen gefühlt. Trotzdem sind wir beide dann abends noch etwas trinken gegangen und haben uns auf Anhieb super gut verstanden. Ich wusste nicht, dass er rappt. Deutscher Rap hat in der Zeit ohnehin gar keine Rolle für mich gespielt. Ich kannte nur wenige Songs, die im Fernsehen liefen. 5 Sterne Deluxe, die Fantastischen 4 und Bambule von den Beginnern, welches mich durch meinen Abiturjahrgang begleitet hat. Für mich war das alles aber kein ernstzunehmender Rap. Ich habe ausschließlich US-Rap wie Wu-Tang Clan, DMX, Jay-Z und The Diplomats und unbekannteren Underground-Stuff gehört, den ich über meine amerikanischen Basketballkumpels schon immer früh mitbekommen habe. Philipp hat mir am Ende des Wochenendes dann Vinyls von Kreuzfeld und Jakob Single, von der Kreuzfeld und Jakob Single Partner mitgegeben und das war das erste Mal, dass ich deutschen Rap cool fand. Also das war jetzt Elvir Omerbegovics Aussage, jetzt kommt wieder Flipster. Manchmal passt es einfach zwischen zwei Leuten. Wir hatten den gleichen Humor, die gleichen Interessen. Sport, Hip-Hop und alles, was man mit Anfang 20 so im Kopf hat. In Klammern Girls. Nein, steht hier nicht. Hab ich jetzt. Ich mach's ein bisschen spannender. Und wir wollten was bewegen, was Besonderes machen. Ich war zu der Zeit mit Kreuzfeld und Jakob schon aktiv in der Szene. Elvir hatte mit deutschem Rap erstmal gar nichts zu tun und es hat ihn auch noch nicht so interessiert. Wir waren in der Zeit danach viel unterwegs, haben eine Menge unternommen und angefangen rumzuspinnen, was uns die Zukunft bringen könnte. Jetzt kommt wieder Elvir. Kurz nach unserem Kennenlernen ist dann mit Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag das erste Album von Kreuzfeld und Jakob erschienen, was mir sehr gut gefallen hat. Ungefähr zur selben Zeit kam auch Napalm von Azad raus, was mich ebenfalls sehr angesprochen hat.
Ansonsten hat mich die Szene nicht weiter gejuckt. Aber ich weiß noch, wie Flipstar in einem Interview mal Bushido Props gegeben hat. Daraufhin haben wir uns mit ihm in Köln getroffen und er hat mir zum ersten Mal das Video zu Bei Nacht gezeigt, das ich genau wie das Album Vom Bordstein bis zur Skyline sehr gut fand. Ich bin ja im Sozialbau groß geworden, wo Dinge wie Schlägereien, Messerstechereien, aber auch Drogentote und Familiendramen an der Tagesordnung waren. Dementsprechend konnte ich zu dieser Musik besser connecten als zu dem bis dahin vorherrschenden soften Rap aus Deutschland. Flipstar. Dadurch, dass ich ständig Beats gebaut, getextet und aufgenommen habe, ist Elvier auch in Kontakt mit vielen anderen aus der Rap-Szene gekommen. Er war mit im Studio und auch auf Tour mit uns unterwegs. Irgendwann kam dann der Punkt, an dem klar wurde, dass Elvier sich nicht nur für Rap-Musik interessiert, sondern gerne selber etwas machen will. Elvier. Flipstar und ich waren die ersten 5 Jahre einfach beste Freunde und hatten überhaupt nicht den Plan, zusammen Business zu machen. Ich kam aus einer ganz anderen Ecke als die Leute in der damaligen Hip-Hop-Szene. Und je öfter ich mit Flipstar unterwegs war, desto mehr habe ich gemerkt, wie schlecht alle organisiert waren. Es wurde viel gekifft, es gab keine Disziplin und viele Labels haben Vetternwirtschaft betrieben. Man hat gemerkt, dass Rapper oft einfach alle ihre Homies unter Vertrag genommen haben, was ich sehr unprofessionell fand. Zu der Zeit haben Flipstar und Lackmann ihr zweites Album, Zwei Mann gegen den Rest, gemacht, für das ich dann aus Spaß auch einen Song aufgenommen habe. Ich hatte davor noch nie gerappt und habe den Part erst im Zug auf dem Weg ins Studio geschrieben. Aufgenommen haben wir dann bei Too Strong im Studio, die ich zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte. Flipstar. Nach unserem ersten Album hatte Universal wohl mit einem größeren kommerziellen Erfolg gerechnet, aber das zweite Album kam zu einer Zeit raus, in der das Interesse an deutschem Rap ziemlich den Bach runterging und dementsprechend waren auch die Verkaufszahlen. Und unsere Fans wussten auch nicht so recht, mit dem Album anzufangen. Mindestens die Hälfte fand es scheiße. Auf der anderen Seite wollte das Label uns vermarkten und alle Möglichkeiten nutzen, um Promotion zu machen, aber das passte nicht zu uns. Elvier. Ich war damals auch bei ein paar Meetings mit Universal dabei und habe so relativ früh Neffi Temur und lustigerweise auch Beat Gottwald, den heutigen Manager von Casper, kennengelernt, der damals noch das Produktmanagement von Kreuzfeld und Jakob gemacht hat. Aus heutiger Sicht kann ich beide Seiten verstehen und weiß, warum es mit den Jungs und Universal nicht geklappt hat. Es gab keine echte Schnittstelle. Flipstar. Es gab dann Diskrepanzen und Missverständnisse zwischen Universal und uns. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir kannten bis dahin ja nur die eher freundschaftliche Zusammenarbeit mit Peter Srekovic von Put the Needle to the Records. In einem Interview mit Falk Schacht haben wir unserem Ärger dann etwas Luft gemacht. Einen Tag später waren wir gedroppt und haben gesagt, scheiß drauf, die haben alle keine Ahnung. Ich habe damals mit Till Grönemeyer, dem Neffen von Herbert Grönemeyer, der auch Teil von Kreuzfeld und Jakob war, in einer alten Kunstgalerie in Bochum gewohnt. Als Till sich entschlossen hat auszuziehen, ist Elvier eingezogen. Das war für Elvier schon ein großer Schritt aus der gewohnten Umgebung in Köln. Es war klar, dass es darum ging, etwas Neues aufzuziehen und gemeinsam etwas zu unternehmen. Elvier war damals bereits sehr gut strukturiert und hat seine Woche fast schon pedantisch geplant. Das ist eine herausragende Charaktereigenschaft von ihm. Ich war immer mehr der Bauchtyp. Vielleicht bin ich der Idealist und er der Pragmatiker. Deshalb hat das Zusammenwohnen nicht zu 100% gepasst. In Klammern lacht. Ich habe durch ihn viel über Ex-Jugoslawien gelernt und war oft mit ihm dort. Das war eine wichtige Erfahrung für mich. Elvier. Als ich nach Bochum gezogen bin, stand die Idee für das Label schon. Ich war kein Produzent, ich hatte keine Ahnung vom Musikbusiness, aber ich wusste, dass Flipstar gut produzieren und rappen konnte und wollte eine Plattform für ihn und andere schaffen. Der Antrieb für dieses Engagement war meiner Leidenschaft für den Sport geschuldet. Ich habe schon mit 12 Jahren angefangen, Streetball zu spielen, wo das Niveau immer sehr street war und es auf dem Platz viel Trash-Talk gab. Außerdem haben so ziemlich alle Rap aus den Staaten gehört. Ich hatte ein sehr gutes Team mit 2 Freunden, die Kriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien waren. Wir sind, mit meinem Vater als Fahrer, 3 Jahre lang jeden Sommer durch Deutschland getourt, haben in der Zeit 18 von 24 Turnieren gewonnen und waren auch mehrfach deutscher Meister. Es war schön, mit Freunden und einer guten Vorbereitung Spaß und Erfolg zu haben. Ich war damals mit 13 Jahren schon immer der Organisator und habe mich um die Anmeldungen und dergleichen gekümmert. Meine Lehre aus 10 Jahren Leistungssport war: Man muss vorbereitet sein und an sich selbst arbeiten, um den nächsten Schritt machen zu können. Was mich immer gestört hat,
Wenn ich bei großen Vereinen wie Bayer Leverkusen oder Brandt Hagen gespielt habe, dann gab es ständig alteingesessene Familienverbindungen, wegen denen andere mehr Spielzeit bekommen haben, auch wenn ich denjenigen im Training aufgefressen habe. Ich habe mich dennoch durchgesetzt, aber diese Politics gingen mir immer tierisch auf die Nerven. Deshalb wollte ich mich davon freimachen. Selfmade Records war so gesehen also mein Basketballteam, für das ich so objektiv wie möglich Künstler signen wollte, die Besten in dem waren, was sie tun. Ich wollte das beste Team mit den besten Spielern haben, ohne Vitamin B. Unsere späteren gemeinsamen Touren hatten dann ebenfalls etwas von diesem familiären Charakter. Flipster. Zu der Zeit der Gründung von Selfmade Records habe ich viel mit dem Abschluss meines Studiums zu tun gehabt. Außerdem hatte ich ja schon 10 Jahre in der Szene verbracht und war etwas entspannter oder vielleicht sogar müder. Elvier war noch hungrig. Der Impuls, ein Label zu machen, kam also von ihm. Aber er wollte mich gerne dabei haben. Kollege, du hast gerade ja, Flipstar und auch Elvier deine Stimme geliehen. Du bist natürlich auch sehr ausführlich in diesem Buch präsent und ja, alleine dieses Interview mit dir, ich habe es wirklich gerne gelesen, super spannend, ist schon wie ein Krimi auf der einen Seite, aber lass uns das hier in der Show nochmal aufdröseln. Für alle, die das Buch noch nicht kennen, die deine Geschichte nicht so gut kennen, wie sie eben da beschrieben wird. Das ist jetzt gut 20 Jahre her. Da hast du dir die Alben von Tupac, von Master P und Snoop Dogg gekauft. Wie war das bei dir zu der Zeit mit dem deutschen Hip-Hop, mit dem deutschen Rap? Zu der Zeit gab es noch keinen deutschen Rap. Alles, was es gab, war, glaube ich, Fantastische Vier, was ich jetzt mal nicht unter deutschen Rap untergliede. Da gab es nichts. Es gab erst später, so 97, 98 fing es an mit Deutschrap. Da gab es die ersten Sachen. Wir haben eben gehört, bei Flipstar und Elvier hat auch Bushido eine Rolle gespielt. Wie war es bei dir? Hat der dich gekickstartet dann sozusagen? Nein, also gekickstartet hat mich keiner von den Deutschrappern, sondern eher der Umstand hat mich zum Rappen gebracht, dass ich fand, dass ich auf jeden Fall besser bin als alles, was momentan auf dem Markt war. Also du hast dir die anderen angehört oder liefen die nur so nebenher? Ich habe mir teilweise auch Sachen angehört und die auch bis zu einem gewissen Grad gefeiert. Aber sobald ich dann die ersten eigenen Songs aufgenommen hatte, war der Rest eigentlich auch irrelevant geworden. Du hast ja einen ziemlich schnellen Namen gemacht, auch mit harten Lyrics, mit Texten, die viele Menschen auch übel fanden, frauenfeindlich oder ausländerfeindlich. Wie warst du damals drauf? War das eher eine Provokation oder wie hast du deinen Style dann gefunden? Nee, das stimmt gar nicht. Habe ich noch nie gehört, dass irgendwie eine Frau gesagt hat, du bist voll frauenfeindlich. Doch einmal hatten wir sowas. Da war so ein Lesbenverband in Bremen, die haben dann vor der Konzerthalle, wo ich auftreten sollte, haben die demonstriert mit Schildern, ganz klassisch. Das war das einzige Vorkommnis in meinen 10 Jahren, wo sich Frauen beschwert haben über meine Lyrics. Schau dir mal meinen Instagram-Account an und dann guck dir mal an, wie viele Herzchen-Kommentare ich da drunter habe. Und ausländerfeindlich, das ist aber wirklich aus der Luft gegriffen, ne? Wie Frisbee-Scheiben. Ich meine, ich habe mit einem Ausländer 2 Alben gemacht mit Farid Bang. Also das kann man mir nur wirklich nicht vorwerfen, oder? Auf gar keinen Fall. Du bist auch Ausländer. Ich habe auch Migrationshintergrund. Ja, ich auch. Ja, wo kommst du her? Amerika. Du bist ein Ami? Ja. Cool. Woher denn genau? Washington D.C. Aus Washington D.C. Okay, Politiker. Cool. Aber wir reden dafür sprichst du aber ganz gutes Deutsch. Migrationshintergrund, mehr nicht. Integration, ja. Inzwischen studierst du Jura. Wenn dich hier jemand kritisiert, gehst du schon juristisch vor oder wie machst du das heute? Ja, ach, mittlerweile studiere ich ja gar kein Jura mehr. Ich habe das mal angefangen, 2009. Habe dann in 3 Jahren habe ich das so weit durchgezogen, dass ich scheinfrei war. Aber dann in der Zeit habe ich ja natürlich auch parallel an meiner Rap-Karriere gearbeitet. Warum habe ich überhaupt damals angefangen, Jura zu studieren? Eigentlich nicht aus der Intention heraus, damit beruflich etwas anfangen zu wollen, sondern einfach nur, ich wusste, ich werde im Business eines Tages so groß sein, dass mich Leute auch auf gewisse Art und Weise, ich sage es mal, hinken wollen. Ne? So, nicht nur physisch, die Herzchenbilder von Instagram ist das Stichwort, sondern auch
Da kommen mittlerweile Leute teilweise auf mich zu und sagen, die provozieren mich und nennen mich Hurensohn und sagen, bitte hau mich, dann kann ich dich verklagen und richtig Kohle machen. So. Die sind teilweise so offen, das habe ich alles schon erlebt. Und da musst du einfach juristisch so ein bisschen Peil haben, was kannst du machen und was kannst du nicht. Kannst du dem jetzt die Fresse polieren oder musst du erst warten, bis er dir eine gibt und dann aus Notwehr handeln. Ne? Das sind so teilweise so Nuancen, da musst du ein bisschen dich auskennen. Und das war damals die Intention hinter dem Beginn meines Jurastudiums, was ich aber mittlerweile auch dann so ein bisschen auf Eis gelegt habe, weil man jetzt Securities bezahlen kann. Welcher Staatsanwalt verdient so viel wie ich als Rapper? What the fuck? Halten wir nochmal fest. Du warst dir sehr schnell im Klaren darüber, dass du durchstarten würdest, wie du gerade gesagt hast. Du hast dann Elvir geschrieben und hast ihm gesagt, kann man in dem Buch nachlesen, hey Alter, signe mich, sonst gibt's Ärger. Und er hat dir dann erstmal einen Deal angeboten. Was heißt Deal? Er hat gesagt, wir können deine Sachen erstmal als Free-Download anbieten. Mhm. So steht's im Buch. Aber da steht nicht, was du dann im ersten Moment gedacht hast. Warst du da ein bisschen enttäuscht, dass er dein Talent nicht direkt gesehen hat? Da muss ich mal überlegen, das ist schon lange her. Ich habe die E-Mail geschrieben, weil ich hatte damals Selfmade Records so ein bisschen auf dem Schirm, die waren gerade fresh. Ich habe teilweise damals, gab es ja noch auch die Juice, die wurde damals ja auch noch tatsächlich von mir gelesen. Mittlerweile sind Printmagazine ja nicht mehr so der Shit. Aber damals war die Juice noch wirklich so ein Magazin, was ich mir jeden Monat geholt habe, weil ich vorher auch noch einfach Rap-Konsument und Hörer war. Und da bin ich so ein bisschen auf Selfmade Records aufmerksam geworden. Und das war einfach so eine spontane Entscheidung, einfach mal da eine E-Mail hinzuschicken. Ich hatte gerade mein erstes Tape raus, Zuhälter Tape Volume 1, das war im Internet. Habe ich dem Elvin den Link rübergeschickt, hör mal rein und wenn es dir gefällt, bin ich offen für den Deal, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, da müssen wir jetzt ganz kurz festhalten. Ich meine, wir machen hier Radio, deswegen ist vielleicht ein bisschen unfair, aber wir sprechen gerade über einen Zeitraum. Ich glaube, da sahst du ungefähr so aus wie auf dem Bild hinter dir. Und deswegen meine Frage an Elvin. Er war ja damals vom Style noch ein bisschen anders unterwegs. War das vielleicht der Grund, also vom Aussehen her, war das vielleicht der Grund, warum du ihm nicht direkt den dicken Deal angeboten hast? Das ist so ein hübscher Junge. Definitiv, aber anderer Style. Nee, also eigentlich, das ging relativ zügig. Ich war schon, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe von ihm den Link zugeschickt bekommen und habe dann dieses Zuhälter Tape 1 quasi bis Song 3 gehört. Ich glaube, Showtime war an dritter Stelle damals. Und den Song habe ich, glaube ich, 10-mal in Schleife gehört. Der war so krass und so neuartig gut. Das hat nicht lange gedauert, bis ich gewusst habe, dass er sehr talentiert ist. Aber ich habe lustigerweise damals, Flipster war ja mein WG-Partner, also wir haben zusammen gewohnt. Und dann habe ich Philipp, der dann aus dem Krankenhaus kam, weil er Medizin studiert hat, abends irgendwie mal die Songs gezeigt. Und dann hat Philipp halt gesagt, boah, das ist ja voll asozial. Und war erstmal geschockt. Und er ist eigentlich Battle-Rapper, ne? Also Flipster war auch eher Battle-mäßig unterwegs. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, nimm die CD mal mit und hör die einfach mal in Ruhe. Und zwei Wochen später kam er dann zu mir und meinte, das wäre das beste Rap-Tape, was er je gehört hat. So, also er ist dann komplett konvertiert. Wir hören jetzt einen weiteren Ausschnitt aus diesem Buch. Und da geht es auch darum, wie wichtig Style bei euch bei Selfmade Records ist. So, jetzt kommt zu Wort unser Hausfotograf Lars Henning Schröder, mit dem wir schon fast seit Anbeginn zusammenarbeiten, der unsere ganzen Covers macht, unsere ganzen Fotoshootings und uns einfach versucht, visuell gut in Szene zu setzen. Lars Henning Schröder, Fotograf. Ein Freund und seine Produktionsfirma haben 2007 das Video zu Ein Junge weint hier nicht von Kollega Slick One, das ist Elvia, und Tarek von KIZ gedreht und mich gefragt, ob ich nicht die Standfotos machen möchte. Ich war zu diesem Zeitpunkt kurz vor einer Weisheitszahn-OP auf Schmerzmitteln und habe den Dreh etwas absurd in Erinnerung. Aber dann hat Selfmade Records bald wieder angerufen, weil sie gerne weitere Fotos haben wollten. Ich habe dann Fotos für die Cover, aber auch Pressebilder gemacht. Eines der Fotos zu Kollegas Alpha-Gene-Album haben wir in einer Kirche in Köln geschossen. Das ist das Foto hier. Nicht nur, dass wir keine Genehmigung hatten, auf dem Bild sollte Kollege auch eine Pistole in der Hand halten. Also bin ich mit einem sehr lichtstarken Objektiv in die Kirche. Ein Kumpel von mir hatte die Waffe in einer Plastiktüte dabei und hat sich auf eine Bank vor Kollege gesetzt. Weil dort laufender Betrieb war, sind wir im richtigen Augenblick alle schnell zusammengerutscht, haben die Bilder gemacht und sind dann wieder rausgegangen.
Am Anfang der Zusammenarbeit mit Selfmade war Kollega immer sehr distanziert. Zu King-Zeiten hatten wir dann schon ein sehr gutes, fast familiäres Verhältnis. Er kam zum Shooting, wusste genau, was er wollte. Das Shooting war super, weil Kollega sehr diszipliniert gearbeitet und alles knallhart durchgezogen hat. Insbesondere, wenn man mit derartigen Lichtnuancen und Tiefenschärfe arbeitet, braucht es diese Professionalität und man kann nicht zwischendurch telefonieren gehen. Das Foto für das Cover ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Bei den Bildern war ich ganz stark davon inspiriert, nur mit verfügbarem Licht und vielen Reflexionsflächen zu arbeiten. Ich wollte den 60er-Jahre-Look rekreieren, den man von Fotos von Boxern wie Muhammad Ali kennt. Ich fand es gut, dass wir damit das erste Mal von dem Zuhälter-Image weggekommen sind und Bilder gemacht haben, die einen etwas distinguierten Look hatten, der viel mehr dem eines, der Albumtitel sagt es ja schon, King entsprach. Mit Favorite zu arbeiten war immer etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz mag ich ihn unheimlich gerne. Denn wenn er mal da ist, kann man mit ihm jeglichen Scheiß machen. Für die Pressebilder haben wir ein Foto von Whoopi Goldberg nachgestellt, auf dem sie in einer Wanne voll Milch liegt. Also habe ich 20 Liter Milch gekauft. Weil Favorite außerdem noch eine Katzenallergie hatte und hier bei mir eine Katze herumlief, hatte er tierisch gerötete Augen und einen total absurden Blick, weshalb wir die Bilder gar nicht mehr nachträglich bearbeiten mussten. Für Schläge von Hip-Hop von ihm und Hollywood Hank hatte ich extra Farbe in einem Laden für Theaterschminke besorgt. Die beiden haben dann angefangen, sich auf verspielte Art und Weise gegenseitig zu schminken, was ewig gedauert hat und auch sehr schmerzhaft zu sein schien. Und irgendwann habe ich mir die Farbe mal genauer angesehen und festgestellt, dass die wohl mit etwas Wasser verdünnt werden musste. So haben die beiden sich die ganze Zeit diese gummiartige Paste ins Gesicht gerieben. Ihr seid in dieser Künstlerfamilie sehr unterschiedliche Typen. Aber was würdest du sagen, was ist so das Ding, der rote Faden zwischen euch allen? Was verbindet euch? Aus meiner Sicht ist es einfach, dass alle Rap auf einem technisch anspruchsvollen Niveau machen. Ne? Vielleicht sagt Elvi noch was dazu, weil er hat schließlich die ganzen Künstler auch gesigned und zusammengeführt. Ich glaube, das kann er aus seiner Perspektive noch ein bisschen besser auf den Punkt bringen. Wobei, jetzt, ich würde sagen, du machst doch ein anderes Ding als die 257ers zum Beispiel. Ja, ne? Ja, thematisch schon. Also rap-technisch ist es halt, ne, wie stark sind die Jungs rap-technisch? Und das ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner bei allen Künstlern von uns. Ich habe eben Familie gesagt, weil dieser Begriff in dem Buch auch häufiger auftaucht. Und Elvi, da steht drin, du gehst sogar mitunter schon mal auf Wohnungssuche für deine Acts. Wo sind die Grenzen? Also bei uns ist schon relativ viel passiert. Also ne, Künstler, die halt mal ins Gefängnis mussten oder wo wir irgendwie über Nacht mal jemanden aus dem Gefängnis holen mussten. Ich glaube sogar, war das nicht bei dir in der Schweiz, 20 Minuten vor Auftritt, dass wir dich da auch irgendwo... Ja, genau. Wir hatten mal einen Auftritt, das war, glaube ich, 2011 auf der Tour. Das war, glaube ich, in Zürich gewesen. Und da mussten wir eine Kaution stellen. Wir sind aus Essen gegangen und kamen dann durch so eine dunkle Gasse. Und ich hatte ein Messer dabei und auf einmal kommen aus so einer Unterführung bewaffnete Polizisten und stellen uns an die Wand und die finden halt das Messer und ich musste erstmal weggesperrt werden und dann haben sie mich auseinandergenommen, genau. Und so weiter. Dann haben wir ihn, glaube ich, 20 Minuten vor dem Auftritt dann noch gegen Kaution aus dem Gefängnis geholt. Ja, dann bin ich direkt von der Bullenwache direkt auf die Bühne. Genau. Also es sind schon viele Sachen passiert. Mit familiär meinte ich aber eigentlich auch, also zum Beispiel Felix und ich, wir sind ja jetzt quasi 10 Jahre oder über 10 Jahre arbeiten wir zusammen und wir haben natürlich die ersten paar Jahre kein Geld verdient und dann verbringst du sehr, sehr viel Zeit miteinander und dann ist es halt so der typische Hustle, der eine hat dieses Problem, der hat jenes und man hilft sich gegenseitig und deswegen ist das halt kein normales professionelles Verhältnis und eigentlich ist es so, dass wir uns mit allen Künstlern immer sehr gut auch verstehen, weil wir eine kleine Einheit sind, also ich meine jetzt arbeitstechnisch wenig Mitarbeiter. Und ja, das ist schon alles sehr familiär, aber was heißt so, wie weit würde man gehen? Also es kommt ganz drauf an, was anliegt, aber wir können, glaube ich, schon relativ viel klären. Die Selfmade Records Story ist ja auch irgendwie eine Sektorgeschichte, die spielt halt immer hier in der Gegend, erst in Bochum, haben wir vorhin gehört, mittlerweile in Düsseldorf. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr auch hier in der Gegend lebt? Ja, Felix lebt jetzt, glaube ich, also er hat zwischenzeitlich mal in Düsseldorf gelebt, dann ist er wieder in seine Ecke, Hessen, Rheinland-Pfalz zurück
und ist jetzt aber mittlerweile auch wieder in Düsseldorf. Ja, ich meine, also es ist schon wichtig, weil man einfach die Nähe hat, auch mit dem Studio, oder man sich eben kurzfristig zusammensetzen kann. Wir haben zwei Studios in Düsseldorf, wo wir arbeiten. Wir haben mehrere Hausproduzenten, die auch in Düsseldorf wohnen. Und ich glaube, Felix ist mittlerweile auch, ist auch Heimat geworden, oder? Ja, ich bin ja in Düsseldorf eigentlich jetzt schon seit 2006 mit Unterbrechung dazwischen. Aber das ist natürlich eine lange Zeit und eine prägende Zeit gewesen auch. Insofern bin ich auch da eigentlich zu Hause. Düsseldorf, wenn man in die Popgeschichte zurückblickt, Kraftwerk in den 70er, 80er Jahren, haben von da aus eine riesige Weltkarriere gestartet, dann 90er Jahre die Toten Hosen. Na, lustig, die kennen wir beide. Ziemlich großer Eck geworden und dann die Nullerjahre und Zehnerjahre. Selfmade Records. Ist Düsseldorf ein guter Ort dafür? Ist man also ein bisschen sozusagen auf Distanz, meinetwegen von Berlin oder von Köln, dass man sich da in Ruhe entwickeln kann? Also Düsseldorf hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es nicht so eine besonders urbane Stadt ist. Das heißt, man hat seine Ruhe, man kann sein Geschäft nachgehen und hat halt einfach irgendwie keine Störgeräusche. In Berlin ist es halt so, da quatscht dich jeder voll, will irgendwie mit dir cool sein, Party machen oder was auch immer. Und was die Vorgeschichte musikalisch in Düsseldorf angeht, habe ich mich nicht beschäftigt, muss ich zugeben. Obwohl ich, also lustigerweise war mein ehemaliger Kunstlehrer eines der Originalgründungsmitglieder von Kraftwerk. Herbert Kranemann oder Kranemann, sorry, wenn er noch lebt, Vornamen weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall Herr Kranemann. Und die Toten Hosen kennen wir sogar auch sehr gut. Also ich habe den noch letztens in Oberkassel auf der Post getroffen, den Campino. Stand da hinter mir auf einmal. Ja, das kann sein, genau. Und der Manager der Hosen, der Patrick Ort, mit dem gehe ich ab und zu einen trinken. Obwohl ich mit den Hosen musikalisch jetzt, also haben wir nichts miteinander zu tun. Obwohl wir haben letztens bei Genetik ein Sample von den Hosen benutzt. Und das ging dann quasi, dass man sich so auf einen Kaffee trifft mit der Klärung dann auch ein bisschen schneller. Also ihr hört, die beiden haben viel zu erzählen und dieses Buch 10 Jahre Selfmade Records ist voller interessanter kleiner Geschichten und es handelt natürlich auch davon, dass nicht alle Leute, die mal irgendwann bei Selfmade Records gesigned waren, unter Vertrag standen, die komplette Distanz mit diesem Label, mit dieser Familie gegangen sind. Und da hören wir jetzt eine Passage von jemandem oder über jemanden, der eben auch mal zur Familie gehört hat, der dann aber, ja, Selfmade wieder verlassen abtrünnig hat. Geworden ist. Casper, in Klammern, der Abtrünnige. Richtig Drama jetzt hier reinbringen. So, also Casper hat auch ein bisschen was zu sagen. Ein Ausschnitt kommt jetzt. Casper, du warst ja dann auf der Xmas Edition von Kollegas Zuhältertape vertreten. Wie kam es dazu? Ich bin dann über private Nachrichten im RBA-Forum mit ihm in Kontakt gekommen. Ob ich ihn angeschrieben habe, weiß ich aber gar nicht mehr. Kollege hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, auf dem Re-Release vom Zuhältertape zu sein und ich habe sofort zugesagt. Das war zu einer Zeit, als ich gerade meine Hardcore-Phase hinter mir hatte und einfach wieder Bock hatte zu schreiben. Zu der Zeit habe ich jeden Tag einen Verse geschrieben und aufgenommen. Dann kam das Mixtape raus und die Sache ist eingeschlagen wie davor eigentlich nichts anderes. Die Leute, die vorher meinen Kinder des Zorns Streit mit Abru und Separate nicht mitbekommen hatten, die ja auch schon heftig war, waren krass begeistert. Das war die erste kleine Welle Fame. Im Bus zur Uni haben Leute einen dann auch angesprochen. Andererseits geriet ich so in eine Sparte von Rap, in die ich nie rein wollte. Am Bahnhof haben mich Bielefelder G's gecheckt und meinten, Was hängst du denn mit dem rum? Der ist doch gar kein Zuhälter. Aber ich wusste es nicht und es war mir auch egal. Wie hast du Selfmade dann weiterverfolgt? Nach dem Zuhälter-Tape ging es für Kollega richtig ab. Die eine Hälfte ist vor ihm in die Knie gegangen, die andere wollte ihn umbringen. Dann gab es aber auch noch Favorite, der meiner Meinung nach besser gerappt hat als viele andere. Als Shotgun rauskam, war man sich sicher, dass das neue Ding ist. Und ich habe auch sehr lange versucht, mich in deren Richtung hin attraktiv zu machen, aber Selfmade fand das Produkt Casper damals noch nicht attraktiv genug. Egal wie oft ich auch zu Max gerannt bin. Warst du damals beim Auftritt von Kollega beim Splash Festival? Ich hatte an dem Wochenende dort auch meinen ersten Auftritt. Ich dachte zu Beginn der Selfmade Show ja, dass Max Kollega sei und zu Beginn eben Schimmels Backup war. Aber dann habe ich gecheckt, dass das Schimmel und Montana Max waren. Ich war sofort begeistert von den beiden. Max Bühnenpräsenz als Backup und seine Interaktion mit Schimmel hat mich umgehauen. Schimmel war zu der Zeit auch ein sehr angesagter Rapper. Überhaupt war Selfmade damals ein heftiges Team. Nach Favorite kam dann Kollega. Das Krasse war, dass wirklich alle da waren. Alles, was Rang und Namen hatte, stand am Bühnenaufgang und wollte seinen Auftritt sehen.
Als er dann auf die Bühne kam, war es heftig zu sehen, wie die Stimmung binnen Minuten kippte. Von einer großen Neugier hin zu einer Schadenfreude darüber, dass er kein Übermensch ist. Ich glaube, dass viele Rapper, die morgens aufstehen und nur ihre Künstlerpersona als Mittelpunkt ihres Lebens haben, sich extrem bedroht gefühlt und dementsprechend aufgeatmet haben, als Kollega da etwas verkackt hat. Kollega selbst war das ziemlich egal. Und es ist ja eigentlich auch legitim, dass er da nicht optimal performt hat. Geschadet hat es ihm nicht. Was an Kollega so faszinierend ist, ist die Overpower-Overcome-Mentalität. Der wird einfach immer besser. Immer wenn man denkt, er hat das Genialste überhaupt gemacht und kann es niemals toppen, setzt er noch einen drauf. Es wird kontinuierlich nachgefeilt. Vom Handwerk her ist King dementsprechend perfekt. Kollega wird immer wieder vor Hürden gestellt, und weil Leute sagen, dass er dieses oder jenes nicht schaffen kann. Er kommt immer wieder als Underdog ins Spiel und muss sich beweisen. Genauso war das auch mit dem Splash-Auftritt. Alle dachten, das wäre das Ende, aber danach ging es erst richtig los. Bei der Showtime Bitch Tour im Jahr 2007 warst du als Support in Dortmund und Köln dabei. Wie kam das zustande, Casper? Nach dem Splash-Wochenende stand ich über MySpace mit Montana Max in Kontakt. Er hatte mir geschrieben und ich habe ihm erzählt, wie heftig ich die Show von ihm und Schimmel fand. Ich hatte dann am Wochenende einen Gig in Falkendom in Bielefeld, der da zum ersten Mal ausverkauft war. Es war auch das erste Mal, dass ich ganz oben auf dem Flyer stand. Max und Schimmel kamen dann auch, und wer die beiden kennt, der weiß, dass sie immer sehr herzlich sind. Ich musste nach der Show noch im Ringlock-Schuppen arbeiten und die beiden sind mitgekommen. Von da an war ich sehr gut mit Max befreundet, der zu der Zeit übrigens seine Ausbildung bei der EMI gemacht hat und mit dem ich von da an immer viel über Rap abgenerdet habe. Ich meinte dann zu ihm, du kennst doch diesen Elvier, mach dem doch mal klar, dass es richtig heftig wäre, wenn ich auch in diesem Team wäre. Und dann hat er immer wieder versucht, ihm das einzumassieren. Nicht, dass das Berechnung gewesen wäre, aber ich wollte so sehr Teil davon sein, dass ich immer versucht habe, alle Sterne in die richtige Konstellation zu bringen. Ich war der festen Überzeugung, dass Selfmade gut mit Images arbeiten kann. Weil sie aus Favorite den durchgeknallten Anarcho-Joker-Clown, aus Kollega den Alpha-Gene-Menschen und Überboss und aus Schimmel den mysteriösen Schattenmenschen gemacht hatten. Ich war mir sicher, dass ich mit meinem DIY-Punk-Ethos und der emotionalen Härte super ins Team passen würde und man das sicherlich sehr krass aufziehen könnte. Ich fand, dass Selfmade für mich zu dem Zeitpunkt das Produkt Casper komplett machen und auch das Label vervollständigen würde. Auch wenn das doof klingt, aber man hätte Selfmade durch ein früheres Signing von mir viel Boygroup-mäßiger aufziehen können. Und, haben deine Bemühungen etwas gebracht? Ich bin dann in Dortmund in den Backstage gekommen und habe mir direkt einen Spruch für meine Haare und meine Hosen abgeholt und war genervt. Elvier meinte dann, er habe gehört, ich würde gerade an einem Album arbeiten. Als ich dann gesagt habe, dass es Hin zur Sonne heißen soll, habe ich mir direkt wieder einen Spruch abgeholt. Ja, typisch Elvier, die ganze Zeit die Sprüche an. Abgeholt. Er sagte dann, Max meinte, du hättest schon 5 Dinger, die richtig geil sind, no homo. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Die Welt steht still, Hin zur Sonne, Deine Jugend, Casper Boumaier und Unzerbrechlich. Als Elvier dann sagte, dass man darüber mal reden sollte, bin ich komplett ausgerastet. Aber das ist erstmal im Sande verlaufen. 1 Live Clubbing, am Ende einer langen 1 Live Plan B Hip-Hop Woche haben wir heute Kollega zu Gast und Elvier von Selfmade Records mit dem Buch, in dem 10 Jahre Selfmade Records Geschichte erzählt wird, unter anderem auch Elvier. Da sagst du an einer Stelle, ihr habt so einen Erfolg mittlerweile gehabt mit diesem Label. Ihr könnt euch teilweise sogar mit Verkaufszahlen der amerikanischen Billboard-Charts messen. Mhm. Was soll dann jetzt noch kommen? Kann man das eigentlich noch toppen in den nächsten Jahren? Mehr verkaufen als die Amerikaner. Nein. Andere Frage, Kollege, wäre der amerikanische Markt auch nochmal für dich irgendwie ein Ziel oder sagst du da, hey, ich bleib im deutschsprachigen Raum? Weil Kollaborationen sind ohne Probleme möglich, auch das erfährt man in dem Buch. Ihr habt die Kontakte, ihr werdet respektiert in den Staaten? Nee, also es ist jetzt nicht mein Vorhaben, auf Englisch zu rappen. Ich glaube, das ist auch nicht so cool mit diesem deutschen Akzent. Da müsstest du mir vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe geben mit deinem Washington DC Background, Alter. Keine Ahnung, ey, weiß ich nicht. Nö, lassen wir erstmal die Finger von. Deutschland ist ja noch
groß genug, sag ich mal, und hat noch genug Potenzial, dass man da noch die ein oder andere schnelle Mark machen kann. In dem Buch, deine großen Punchlines aus 10 Jahren Selfmade Records, wollen wir da noch am Schluss ein paar von dir? Ich kann so ein paar jetzt noch zum Besten geben, damit alle hier noch mit einem Grinsen nach Hause gehen. So, einmal, ich mache mal einfach aus jedem Jahr eine repräsentative Line. Es fängt an mit 2005. Ich brauche nur die Beretta oder Glock zu laden und du suchst das Weite wie ein Fettsack im Klamottenladen. Ich schlage vor, wir applaudieren immer zwischen. Ja, oder? Oder wir machen so Karnevalsgeräusche. So, es geht weiter. 2006. Nutte, ich bin der Boss. Du holst deine Verwandtschaft, weil man dir sagt, du bist mitnichten der Boss. Bekannt, oder? Jawohl, das läuft hier. 2007. Mein Hosentascheninhalt ist wie Raupen. Er entpuppt sich als Butterfly, genau. Hier vorne. Genau, wir machen so ein kleines Quiz, wer die vervollständigen kann, ist hier der King. Pass auf, 2008. Oh, warte. Es wäre besser gewesen, friedlich zu bleiben, denn die einzige Möglichkeit, Kollege ein Haar zu krümmen, hier vorne sind die Profis, da ist auch einer gut dabei. Jawohl. 2009. Und du hast sächsischen Dialekt? Der Boss. Sehr gut. Sehr gut. Krasses Publikum habt ihr hier am Start im Radio. Besser als bei meinen eigenen Konzerten. Da sind immer die ersten zwei Reihen nur Weiber, die einfach nur. Okay, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Pass auf. 2010. Ah, übermotiviert. Pass auf. 2010. Das ist jetzt nur das Jahr, in dem die Punchline kommt, ne? Also, pass auf. Du bist wie ein T-Rex. Sehr gut. Ist das die ganze Zeit da eingeblendet? Und ich gebe hier Props, oder was? War ein Zufall jetzt, ja? Ja, ja. Okay. Ich dachte schon, ich hätte ihn zu früh gelobt. Okay, dann machen wir noch eine aus 2010. Lass mal. 2011. Ich bin. Nee, das ist 2014. Pass auf, 2011. Für die Schuhe wurden so einige Alligatore geschossen. Für die Meisterschale. Sehr gut. Und dann geht's hier zum Abschluss weiter, um mal zum Ende zu kommen. 2014. Ich bin King und wer seid ihr? Der Boss ist wie Viagra. Man kann denken, was man will. Doch das Ding ist erregiert. Da muss ich einmal Applaus geben an dieses großartige Publikum hier. Hammer! 1 Live Clubbing war das heute mit Kollega und Elvi von Selfmade Records. Die beiden haben uns das Buch vorgestellt. 10 Jahre Selfmade Records. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Publikum im Saal 1 und mit einem großen Applaus bei Kollega und Elvi. Vielen Dank. Dankeschön. Super, Publikum. Danke.